Video Nummer 2 vom Core 700, dann schaue ich mal rein in die Mechanik, was da los ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Mechanik vom Core 700 hier schon mal teilzerlegt, geöffnet sozusagen, um zu schauen, was ist denn da los vom ersten Video, was ich da festgestellt habe. Wenn ich den Rotorkopf drehe, dann ist es mal straff und mal nicht so straff. Das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ich habe das hier, ich hoffe, man kann das gut sehen auf dem Video, gekennzeichnet, mit farblich gekennzeichnet. Hier ist ein grüner Bereich, rot, ein blauer Bereich und hier ist noch ein roter Bereich. Wenn ich hier jetzt an der Welle drehe, dann bin ich hier im grünen Bereich und hier läuft es wirklich super wunderbar mit ganz minimalem Spiel, so wie ich es gerne hätte, so wie es sein soll. Aber dann geht es hier in diesen roten Bereich rein, hier vorne, ne? Hier rede ich immer von diesem Bereich. Und hier rot ist viel zu stramm, um dann, und jetzt wird's richtig böse, in den blauen Bereich zu kommen, wo es viel zu locker ist. Man sieht es und hört es leider auch. Hier. Um dann wieder in einen viel zu festen Bereich zu wechseln. Das hier. Es ist leider so fest, dass die Welle auch ganz leicht nach hinten geschoben wird. Man kann es dann sehen, wenn man von der Seite dreht. Um letztendlich den Kreis zu schließen und wieder in den perfekten Bereich zu wechseln. Aber das funktioniert so natürlich gar nicht. Ich denke, man wird es auch hören mechanisch, wenn man ihn dann anheben würde mit diesem Zahnrad. Das würde ich so nicht tun wollen. Bevor ich hier sage, es ist alles scheiße, alles ist doof, werde ich natürlich versuchen, das irgendwie zu beheben. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Was werde ich versuchen? Ich werde das Hauptzahnrad hier von dem Träger trennen, lösen und es um 90 Grad mal drehen und dann wieder festschrauben, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr so stark eiert. Es kann ja sein, dass es dann weniger wird oder sogar weggeht. Das werde ich dann in den kompletten Kreis machen und immer wieder draufsetzen und ausprobieren. Und dann werde ich sehen, ob es dann besser geworden ist oder gleich geblieben oder schlechter. Sowas kann ja auch sein. Hier das Hauptzahnrad im ausgebauten Zustand. Ich habe den schwarzen Ring hier, den Hauptring, mit den 6 Schrauben gelöst von der Aluminium-Trägerplatte und immer wieder um eine Position verschoben, wieder raufgeschraubt und getestet. In der Hoffnung, dass es dann aufhört zu eiern. Das wurde leider zerschlagen. Es bleibt immer noch dabei, dass es unrund läuft. Ich bilde mir ein, in dieser Position, es ist am wenigsten unrund, sage ich jetzt mal, aber es läuft noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Zusätzlich ist mir jetzt aufgefallen, als ich das Hauptzahnrad hier entfernt, rausgebaut habe, und zwar geht es jetzt um die Heckantriebseinheit, das hier, wo hier oben dann der Zahnriemen drauf kommt. Das ist doch alles sehr wackelig hier. Es ist mir schon klar, dass hier unten noch ein Gegenlager drauf kommt. Aber trotz allem ist das, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist, dass das normal ist. Das muss ich jetzt auch nochmal auseinandernehmen und gucken, was denn hier los ist. Hier auf dem Tisch ist die zerlegte Heckantriebseinheit. Und was vorhin so richtig fies aussah, weil es so stark gewackelt hat, ist gar nicht so schlimm. Denn hier kommt rein ein Flanschlager. Hier ist es drin. Und es hat auch kaum Spiel, also ganz, ganz, ganz wenig nur. Es passt sehr gut rein. Könnte ein bisschen saugender sein, gebe ich zu. Aber das werde ich einfach mal verkleben. Und dann sollte das wieder in Ordnung sein. Der kommt hier rüber. Jups. Und dann wird der Mitnehmer hier mit dem Stift gehalten und verschraubt. Und dann funktioniert das ganz gut. Es wackelt ja auch nicht mehr. Es wackelt überhaupt nicht mehr, wenn hier
das Gegenlager drauf ist. Dann ist hier alles völlig in Ordnung. Null Wackeln, alles ist prima. Also es sah wirklich schlimmer aus, als es ist, ohne dieses Gegenlager. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass hier irgendwas passiert. Überhaupt nicht. Das hier in dem ersten Video, das hat auch so ein bisschen geeiert, habe ich ja gesagt, aber es war nur die oberste Platte, die auf einer Seite hier ein bisschen angehoben war. Auch eine Kleinigkeit. Da war eine Schraube nicht ganz fest, nicht ganz so fest wie die anderen. Auch völlig in Ordnung, festgezogen. Und das war's. Das sollte wieder ganz sauber hier sich jetzt im Kreis drehen dürfen. Mein erster Eindruck von der Hauptmechanik Core 700. Zusammenfassend kann ich sagen, bis auf das Hauptzahnrad ist alles völlig okay. Es ist durchaus möglich, dass nur dieses Hauptzahnrad, was ich hier auf dem Tisch habe, beziehungsweise hier wieder eingebaut habe, davon betroffen ist und unrund läuft. Es ist ein junger Helikopter, ein neues Konzept, 2016 zum ersten Mal vorgestellt und ich weiß, dass dieser Baukasten einer der ersten ist. Und möglich ist es natürlich und auch völlig normal, wie ich finde, dass durch die Qualitätskontrolle irgendwas durchrutscht. In diesem Fall vielleicht das Hauptzahnrad. Ich habe keinen Vergleich zu einem anderen Hauptzahnrad. Um diesen Vergleich zu bekommen, habe ich vor 5 Tagen die Firma, den Hersteller, die Firma Karcher AG, die sitzt in Birkenfeld, die habe ich angeschrieben und ich habe darum gebeten, mir ein Manual, eine Bedienungsanleitung zukommen zu lassen und eine Teileliste. Die konnte ich im Netz nicht finden und natürlich eine Adresse für Ersatzteile, damit ich mir ein neues Hauptzahnrad bestellen kann, um dann einen Vergleich machen zu können. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ah, nein, stopp, das ist eine glatte Lüge. Ich habe eine Antwort bekommen und zwar von einer Dame hier vom Service. Meine Anfrage wurde an die zuständige Abteilung weitergeleitet und die werden sich schnellstmöglich mit mir in Verbindung setzen. Ich werde sehen, wann ich da eine Antwort bekomme. Möglicherweise haben sie viel zu tun, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich auch nochmal persönlich dort anrufen. Es macht sich ja auch immer ganz gut, wenn man ein persönliches Gespräch dann macht. Ja, Video 3 habe ich hier noch stehen. Weitere Informationen, was daraus geworden ist, aus diesem Telefongespräch oder aus dieser Antwort, werde ich euch in dem Video 3 zukommen lassen. Was passiert im Video 3? Was habe ich dort vor? Es fehlt noch die Heckeinheit und natürlich der Hauptrotorkopf mit seiner einzigartigen neuen Dämpfung und hier auch die neue Anlenkung. Das werde ich euch vorstellen. Und Einbau der Antriebseinheit, Motor und Regler und Servos mit dem Flywireless-System. Und dann sollte alles fertig sein. Bis zum Video 3.